Willkommen, meine lieben Damen und Herren, bei den Nick heute mal. Wir berichten heute aus dem Garten, und zwar da unser Keller wieder zum Keller umfunktioniert wurde. Und wir kommen gleich zum ersten Thema, und zwar einem Interview mit dem amtierenden Bundeskanzler, Dr. Alfred Gusenbauer, und zwar bezüglich der Studiengebühren. Und da schalte ich gleich mal um ins Interviewstudio zu meinem Kollegen Friedrich Doll. Ja, ich habe jetzt hier Alfred Gusenbauer. Dr. Alfred Gusenbauer. Den Bundeskanzler. Ja, das werden wir wohl wissen. Was wollen Sie uns zu dem aktuellen Stand der Studiengebühren erzählen? Also ich bin der Meinung, dass die Studiengebühren, gehen Sie weg mit dem Ding, dass die Studiengebühren vollkommen zu Recht nicht abgeschafft wurden, ja, und die SPÖ, schneiden Sie das raus. Das ist eine Live-Übertragung, tut mir leid. Ich bin etwas verwirrt, meine Wähler, stellen Sie Ihre nächste Frage. Dr. Alfred Gusenbauer, ja. Glauben Sie, dass Sie wiedergewählt werden? Ja, sicherlich. Ich bin der Meinung, dass die SPÖ als einziges gewählt wird. Sind Sie sich da sicher? Ja, nein. Nächste Frage. Gibt es derzeit wichtige Beschlüsse in der Regierung? In der Regierung gibt es immer wichtige Beschlüsse. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich bin der Meinung, die Studiengebühren, das Interview ist beendet. Gehen Sie weg. Dann zum nächsten Thema. Und zwar wurde in Russland kürzlich erst ein neues Atomkraftwerk fertiggestellt, und wir hören den General der russischen Armee zu einem kurzen Statement. Ja, wir dürfen nun hier bei uns den General der russischen Armee begrüßen. Und er wird uns nun etwas über das neue Atomkraftwerk in Russland erzählen. Also zunächst einmal, ich groß willkommen. Ich bin gleich von Moskau hier, bin General Wladimirov. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben sensationelle, wie sagen in Wien, urcoole Technologie entwickelt. Großes Atomkraftwerk, wird viel Strom produzieren. Alles cool. Nun haben wir Berichte erhalten, dass Technologie aus den 50er Jahren für dieses Atomkraftwerk eingesetzt wird. Ich bitte Sie, Technologie aus 50er Jahren, das ist das Beste, was Sie können kriegen. Verstehen Sie, wir haben ja auch gemacht in Tschernobyl, lustiges Experiment, ja, das hat gut funktioniert. Und ja, Sie werden sehen, Kraftwerk wird auch in 20 Jahren, in 100 Jahren wird noch stehen, ja, wird noch Strom produzieren, mit grüner Wolke, aber wird funktionieren, ja? Gut, wie steht es denn mit der Sicherheit? Ich kein Spezialist, aber ich weiß, große Sicherheit, hohe Sicherheit, mindestens 3 Wachtürme, alles gut. Und wie steht es denn mit der vorschriftsgemäßen Abstandhaltung gegenüber der Siedlungsgebiete? Ja, da kann gar nichts passieren. Mindestens 2 Meter Abstand, nichts kann passieren. Das können Sie mir glauben. Ihr großer Russe können mir glauben, ja? Und was halten Sie denn von Ihrem Präsidenten Putin? Das Putin ist das größte Präsident, das beste Präsident, was die Mutter Russland je hatte. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben. Protestmärsche, Blödsinn. Ich verstehe es nicht. Putin größer sein als Stalin, als Lenin, als Gorbatschow. Was soll ich noch sagen? Außer Dosvidanje ist. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ja, das zum Thema Atomkraftwerk in Russland. Wir haben jetzt ein Interview für Sie vorbereitet, und zwar mit der Gesundheitsministerin Rauch Kallert. Und sie wird uns ein bisschen was über das Rauchen erzählen. Meine Frage an Sie. Was halten Sie vom Thema Rauchen? Also, ich finde, dass das Rauchen wird zu sehr überbewertet. Ich meine, das im Lokalen, das Rauchverbot, das ist schon fast diskriminierend für die Raucher, und man darf ja die Raucher auch nicht diskriminieren. Ich meine, die Raucher sind eine Bevölkerungsgruppe, die es eigentlich nie los wird. Und Rauchen ist nicht so gefährlich, wie die Medien immer sagen. Ich meine, Entschuldigung, ich habe kleine Erkältung. Ich meine, Krebs verursacht schon, aber es ist nicht so gefährlich. Es ist wirklich nicht so gefährlich, und eine Zigarette mehr oder weniger am Tag ist nicht so schlimm. Ich meine, das wird zu sehr überbewertet, ja. Vielen Dank. Wir berichten jetzt live von einem Bankraub, live aus Berndorf, und ich schalte gleich um zu meinem Kollegen Friedrich Dolm. Ja, ich berichte hier nun live aus Berndorf aus Wendelberg. Um genau zu sein, hier fand vor kurzem ein Banküberfall statt.
Es soll ein mit einer kleinen Pistole bewaffneter gewesen sein, mit einer Lederjacke und einem roten Leiberl und barfüßig, was sehr ungewöhnlich ist. Ungeklärt ist, was dieser Bankräuber vorhat und ja, vorhatte und noch vorhat. Hilfe! Hilfe! Was? Hilfe! Der hat meine Pistole! Meine Pistole! Das Problem hat sich soeben erledigt. Vielen Dank. Wir haben wieder einen alten Bekannten im Studio, und zwar Rudi Bauer. Er hat bereits wieder eine neue Wohnung. Dummerweise ist ihm gestern ein Missgeschick passiert und ja, wir fragen da jetzt einmal nach. Rudi, wie schaut's aus? Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ja, ich will nicht sagen, dass mein Haus in die Luft geflogen ist. Es ist vielmehr so explodiert. Ja, ich hätte vielleicht doch von Gas auf Öl umsteigen sollen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es meine Schuld war. Es war nur so, dass ich den Gasherd angelassen habe. Boah! Danke, Rudi Bauer. Wir kommen zu dem Interview mit Meister Quu. Meister Quu, ich darf Sie herzlich begrüßen. Hier drin sind eigentlich keine Waffen, aber... Meister Quu, Hinweise oder irgendetwas offenlegen, was der Polizei bisher noch nicht bekannt ist. Vielleicht ein bisschen Information. Ja, danke Meister Quu, das war eine sehr aufschlussreiche Diskussion und wir kommen jetzt zur Frage zum Tag. Ja, ich stelle nochmal die Frage zum Tag. Was halten Sie eigentlich von der EU? Wow, weißt du, die EU, das ist schon eine Geschichte. Da haben wir ja ein gutes Geschäft gemacht, ja. Da kriegen wir viel Geld. Ja. Ja. Der neue Traktor, der bringt es schon. Also Sie sagen, die EU hat auf jeden Fall positiven Einfluss, ja? Auf alle Fälle. Ja. Das ist schon was. Schon eine Geschichte da mit der EU. Das lässt sich auf jeden Fall besser leben, oder? Das auf alle Fälle. Da werden unsere Kinder noch viel davon haben, das sage ich ihnen, ja. Da nimm schon alles auf da, gell, was ich da sage. Das ist schon viel Gescheites dabei. Okay, danke fürs Interview. Ja, danke schön. Wiederschauen, ja. Als nächstes berichten wir über einen schwerwiegenden Unfall und wir haben auch ein Interview vorbereitet mit einem der Opfer und das schauen wir uns jetzt an. Nun habe ich hier Herrn Müller neben meiner Seite. Wollen Sie uns erzählen, was Ihnen passiert ist? Entschuldigung, Sie können ja nichts sagen. Herr Müller ist dort hinten in die Hecke gefallen. Nun schalten wir um zur Sportredaktion. Willkommen beim Sport. Mein Name ist Heinz Brüller, ich bin Ihr persönlicher Sportanalysator. Viel ist geschehen, dementsprechend wenig werde ich Ihnen nun erzählen. Zum Boxen. Gestern Nachmittag wurde der berühmte Schiedsrichter tot von dem Weltmeister Mike Tyson K.O. geschlagen. Nun zum Fußball. Red Bull Salzburg verlor gestern gegen die Vereinte Schülernation Nontal in einem spannenden Match mit viel Brutalität. 4:0. Ebenso schlecht war die Leistung der Tontaubenschießer in Marokko. Durch die strahlende Sonne konnten sie die kleinen Tontauben nicht erkennen. Zum Segeln. Fernando Alonso gewann die European Open im Segeln auf der Nordsee vor Hermann Mayer und Boris Becker. Entschuldigung, willkommen beim Wetter. Ich habe einen kleinen Hitzschlag. Sie sehen es, es scheint die Sonne, der Himmel ist blau. Wir haben hier momentan 30 Grad, 35 Grad, 32 Grad. Und wir werden in den nächsten Tagen auch sehr, sehr viel Sonnenschein haben. Unbewölkt und Hochdruck, Hochdruck, kein Tiefdruck. Und das war die Wetterprognose. Bis morgen bei den Nicken.